Nur eine Fahrt hat dieses Floß gemacht, doch sie wurde zur Weltsensation. Das war vor 40 Jahren. Das Floß hieß Kon-Tiki. Auf diesen Namen hatte es Thor Heyerdahl im April 1947 von seiner Sekretärin in Callao, dem Hafen von Lima, taufen lassen. Mit Kokosnussmilch. Kon-Tiki, das war der legendäre Sonnengottkönig der Ureinwohner von Peru, den Vorgängern der Inkas, der vor mehr als 1000 Jahren von dort mit seinen Gefolgsleuten übers Meer nach Polynesien entschwunden sein soll. Da Thor Heyerdahl überzeugt war, dass die Besiedlung Polynesiens auch von Südamerika aus erfolgt war, hatte er dieses Floß gebaut. Einen verrückten Abenteurer hatte ihn die sogenannte exakte Wissenschaft gescholten. Niemals hätten die alten Peruaner den Pazifik überqueren können, denn sie besaßen keine Schiffe, nur Flöße. Und die würden auf dem Ozean zerschellen. Heyerdahls Kon-Tiki war eine exakte Kopie von ihnen. Und siehe da, sie trotzte dem Meer, nur vom Passatwind und dem Humboldt-Strom fortbewegt, Richtung westwärts, über 8000 Kilometer. Die Halbinsel Bygdøy im Oslofjord, wenige Minuten übers Wasser mit der Fähre erreichbar, ist der norwegischen Seefahrtsgeschichte gewidmet, von den Wikingern an. Im Hintergrund sieht man Amundsens Sjøa, mit der er 1906 die Nordwestpassage durchfuhr. Die Kon-Tiki gleich nebenan erzählt die Geschichte von Thor Heyerdahl und seiner Crew. 5 Norweger und ein Schwede waren bereit gewesen, auf das Selbstmörderfloß zu gehen. Sie glaubten an die Richtigkeit der Thesen Heyerdahls. Der war damals 1947 fast mittellos und hatte erst in letzter Minute die Finanzierung durch private Geldgeber sichern können. Besatzungsmitglied Knut Haugland ist heute Direktor des Kon-Tiki-Museums. Er hatte Heyerdahl im Krieg in London kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. Damals, 1947, als Sie 101 Tage auf dem Meer waren, in der Einsamkeit, da waren Sie eine verschworene Gemeinschaft von Kameraden. Was ist heute daraus geworden? Han mener altså, hva, ja, hvor vi er. Da vennskapet som dere sluttet den gangen dere var på. Knut Haugland antwortet, dass von seinen ehemaligen Kameraden 3 inzwischen gestorben sind. Die 3 Überlebenden wollten sich eigentlich am 7. August dieses Jahres zu einer kleinen Feier treffen. Aber das erwies sich als unmöglich. Der eine lebt in Tahiti, er, Haugland, sitzt in Oslo. Und Heyerdahl, ja, der lebt überall. Eigentlich so burde wir alle haben mött, vi tre som lever, haben mött hverandre 7. August. Men det er ikke så lett, fordi vår svenske venn bor på Tahiti. Thor Heyerdahl reiser verden over, og det er bare jeg som er her i Oslo. Thor Heyerdahl kann man nie greifen, der ist nie da in Italien, wo er lebt. Er ist immer unterwegs. Ja, wohnen tut er zwar in Italien, aber heute ist er in Polynesien, morgen auf den Malediven, mal in Arabien, mal in Indien oder in Südamerika. Knut Haugland hatte, ähnlich wie auf dieser Darstellung des norwegischen Widerstandsmuseums, während des Zweiten Weltkriegs als Radiotelegrafist gegen die deutsche Besatzung gearbeitet. Von der Gestapo gejagt, funkte er Nachrichten an die Engländer. Als Telegrafist konnte er sich auch auf der Kon-Tiki betätigen. Dies Ölbild hat ein russischer Bewunderer Thor Heyerdahls von der Kon-Tiki auf hoher See gemalt. Sie waren aber kein Seemann und haben es trotzdem gemacht. Nein, ich bin gar kein Seemann. Ich stamme aus einem kleinen Ort aus den Bergen Norwegens und habe nur früher mal ein paar Monate als Funker auf einem Schiff gearbeitet. Aber wahrscheinlich steckt in jedem echten Norweger ein Wikinger. Und sicher auch in dem jungen Thor Heyerdahl, der hier in dem Hafenstädtchen Larvik, gut 100 Kilometer von Oslo entfernt, vor 73 Jahren geboren wurde. Sein Vater war Brauereidirektor und konnte ihm eine gründliche Ausbildung ermöglichen. Aus Heyerdahls Lebensgeschichte wissen wir, dass er sich als Kind bereits auffallend für naturwissenschaftliche, vor allem zoologische Fragen interessierte. Und natürlich hat ihm das Meer niemals Ruhe gelassen, der Drang, hinter den Horizont zu schauen. Da war das Studium von Zoologie und Geographie, später Ethnographie, an der Universität Oslo nur folgerichtig. Schon 1937 begann Heyerdahl auf den Marquesas, sich mit der Frage nach dem ungeklärten Ursprung der Besiedlung Polynesiens zu befassen. Nach seiner Rückkehr nach Oslo widmete sich deshalb Heyerdahl verstärkt der Völkerkunde.
Man weiß, die Ureinwohner Perus besaßen keine Schiffe. Sollten sie Polynesien besiedelt haben, dann hätten sie das mit ihren Flößen tun müssen. Von diesen Flößen hatte man seit langem Kenntnis. Alexander von Humboldt hatte 1810 diese Zeichnung angefertigt. Die Flöße bestanden aus Balsaholz. Balsaholz ist extrem leicht, leichter als Kork. Es würde sich auf dem Meer, so prophezeiten Heyerdahls Widersacher, rasch vollsaugen und wie ein Stein in die Tiefe sinken. Doch nichts von alledem geschah mit dem Floß, das sich Heyerdahl exakt nach den alten Vorlagen bauen ließ. Dieses Modell hat Knut Haugland angefertigt. Als sich die Kon-Tiki am 28. April 1947 von Callao aus auf Gedeih und Verderb, dem größten aller Weltmeere, dem Pazifik, anvertraute, da spürten die 6 Landratten an Bord, dass es für sie kein Zurück mehr gab. Denn der Passat bläst nur westwärts. Eine Umkehr war unmöglich. Sie mussten den polynesischen Archipel erreichen oder untergehen. Das Abenteuer von Thor Heyerdahl und seinem Segelfloß Kon-Tiki ist seinerzeit im Film festgehalten worden, denn man hatte eine Kamera an Bord. Die 6 Besatzungsmitglieder, das heißt zusammen mit dem nur Spanisch sprechenden Papagei waren es eigentlich 7, ernährten sich weitgehend von Fischen, die man fing oder die einfach an Bord sprangen und dort liegen blieben. Es verging kein Tag, so berichtet Thor Heyerdahl, ohne dass wir Besuch von solch neugierigen Gästen bekamen, die uns umkreisten. Und einzelne davon wurden so zutraulich, dass sie dem Floß über das Meer Gefolgschaft leisteten. Pro Besatzungsmitglied gab es 1/4 Liter Wasser am Tag. Im Übrigen hatte man nicht nur Fische, sondern auch 200 Kokosnüsse an Bord. Denn man wollte seinen mittelalterlichen Vorgängern so ähnlich wie möglich sein. Immer wieder musste die Unterseite des Floßes inspiziert werden, um etwaige Beschädigungen, vor allem der Hanftaue, mit denen die Stämme zusammengebunden waren, auszumachen. Zum Schutz vor Haien wurde ein Rettungskorb mit heruntergelassen, in dem man sich bei Gefahr flüchten konnte. Nachdem die Kon-Tiki den Pazifik bezwungen hatte, ist häufig nach dem wissenschaftlichen Wert dieses Abenteuers gefragt worden. Dabei wurde die außerordentliche Leistung und der persönliche Mut von Heyerdahl und seiner Crew uneingeschränkt anerkannt. Die akademische Wissenschaft hielt sich jedoch weiterhin zurück. Die Möglichkeit einer eher zufälligen Besiedlung Polynesiens von Südamerika aus wurde zugegeben, die Wahrscheinlichkeit jedoch von vielen bestritten. Die Alten hatten zum Beispiel keine nautischen Instrumente wie Thor Heyerdahl. Erst als weitere Floßexpeditionen von anderen erfolgreich unternommen wurden, gab man Heyerdahls Idee von der verbindenden, nicht trennenden Funktion der Weltmeere recht. Dies ist die Unterseite der Kon-Tiki. Im Osloer Museum hat man auch die zugehörige Unterwasserfauna, darunter einen 10 Meter langen Walhai, mit aufgebaut. Die Steuerung des Floßes erfolgte übrigens mittels Schwertern, Brettern aus Kiefernholz. Dies ist der Rettungskorb, von dem bereits die Rede war. Das Institut ist eine Stiftung. Es dient nicht nur der Schaulust der Touristen, sondern betreibt auch eigene Forschung. Thor Heyerdahl selbst hat nach seiner Kon-Tiki-Operation noch mit einer ganzen Reihe weiterer kühner Unternehmungen zur See seinen Ruf als Forscher bestätigt und die Gelehrten in Atem gehalten. Man erinnert sich des Papyrusbootes Ra. Besonderes Interesse hat bei Heyerdahl immer die Osterinsel gefunden, von der im Kon-Tiki-Museum eine Familienhöhle zu sehen ist. Auch hier entdeckte er Gemeinsamkeiten mit der Handwerkskunst Lateinamerikas. Kulturen, durch Ozeane getrennt, hatten dennoch gegenseitig Impulse empfangen. Bestätigung von Heyerdahls alter These. Die rätselhaften Steinkolosse der Osterinsel hat er in einem Buch beschrieben, das ebenso wie viele andere aus seiner Hand hohe Auflagen erlebte. Und nebenbei,
Auf die Verschmutzung der Weltmeere haben Thor Heyerdahls Expeditionen zum ersten Mal aufmerksam gemacht. Initiiert und ermöglicht war das alles durch den Erfolg der Kon-Tiki. Die 3 Monate Fahrt, sie haben immer an den Erfolg geglaubt, nie aufgegeben. Knut Haugland erklärt spontan, dass er keinen Augenblick am Erfolg gezweifelt hat. Er setzte vielmehr unbedingtes Vertrauen auf Heyerdahls Wissen. Außerdem erwies sich das Balsa-Floß als eine fantastisch seetüchtige Konstruktion. Und wissen Sie, setzt er hinzu, es ist viel gefährlicher an der Küste zu segeln als auf dem offenen Meer. Und Sie hatten keine Angst gehabt? Nein. Die Richtigkeit dieser Aussage sollte sich erweisen, als die Kon-Tiki nach 101 Tagen Land in Sicht bekam. Es war die Koralleninsel Raroya, die zur Tuamotu-Gruppe gehört, in der Nähe Tahitis. In den Funkspruch vom erfolgreichen Abschluss der Expedition mischte sich Besorgnis, denn nun hatte man es mit der gewaltigen Brandung am Riff zu tun und die Frage war, ob ein Floß da standhielt, wo ein Schiff unweigerlich zerschmettert werden würde. Heyerdahl wusste, was ihm bevorstand. Er hatte die Tuamotu-Inseln früher schon einmal besucht. Vorsorglich wurde alles Wertvolle in wasserdichte Hüllen gepackt und in der Bambushütte an Deck verstaut. Man hoffte, nachdem man die Steuerschwerter zusätzlich herausgenommen hatte, über das Riff hinweggehoben zu werden. Haugland erinnert sich, tatsächlich war die Landung der dramatischste Moment der ganzen Reise. Wir kannten noch nicht die Technik des Segelns am Riff. Wir hätten natürlich an die andere, windstille Seite der Insel steuern können, aber das wollten wir nicht. Ich klammerte mich einfach beim Anprall in der Brandung am Mast fest. Men vind og strøm sto rett på øya, og vi hadde ingen sjanser til å komme unna, så vi hadde bare å holde oss fast og hadde bølger på en 10 meter over oss. Men vi holdt godt fast, og vi kom igjennom det, så det det mest dramatiske øyeblikket, tror vi hadde. Als die Kon-Tiki landete 1947 in Polynesien, da war sie aber ein Wrack. Wie kam das Schiff dann hierher? Viele sind der Meinung, die Kon-Tiki sei bei der Landung auf dem Raroya-Korallenriff zum Wrack geschlagen worden. Aber das stimmt nicht. Es war lediglich der Mast gebrochen und die Bambushütte zusammengedrückt. Ein Wrack war das Floß nicht. Den ble splintret av bølgen, men det hadde vært mark i veien og laget huller. Og så var det jo at bambusdekket ble kastet omkring og så videre, og hytten klemte litt flat, men ellers så var det ikke noe vrak. Das Kon-Tiki-Museum ist heute das meistbesuchte Museum Norwegens. Aus aller Welt kommen täglich Tausende hierher. Auch 40 Jahre nach Thor Heyerdahls Expedition ist die Faszination der Kon-Tiki ungebrochen.